Ergebnisse ist, dass wir ein gemeinsames Zentrum der Polizeizusammenarbeit einrichten werden, wo deutsche und österreichische Polizistinnen und Polizisten Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gemeinsam arbeiten werden, um alle Fragen zu klären, um zu verhindern, dass Menschen in der Kälte stehen, um zu verhindern, dass Busse fehlen, dass nicht klar ist, wohin die Reise geht. Wir wissen, dass wir eine Lösung der Flüchtlingsfrage nur international schaffen können. Wir können aber dazu beitragen, dass hier in den Grenzregionen die Lage wieder erträglicher wird. Deshalb sage ich Ihnen zu, auch das Bemühen, die Grenzregionen zu entlasten. Ich bin ehrlich genug, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen nicht versprechen kann, dass von heute auf morgen dieser Zustrom sich ändert. Wir arbeiten daran, aber wichtig ist, dass man all das, was Sie leisten müssen, so leistet, dass es mit möglichst wenig Beeinträchtigungen verbunden ist. Der bayerische Ministerpräsident hat gestern gesagt, hier in Bayern wird jeden Tag die humanitäre Visitenkarte für Deutschland abgegeben. Das machen Sie ganz großartig. Und ich habe einen ungeheuren Respekt vor den Menschen, die ihren Urlaub opfern, die ihre Freizeit opfern, die in ihrer Arbeitszeit sich anstrengen, Überstunden machen. Sie leisten hier wirklich Großes. Und das werde ich nach Berlin mitnehmen. Und es wird uns anspornen, morgen auch zu konkreten Ergebnissen zu gelangen. An dieser Stelle arbeiten Hilfsorganisationen und Behörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden aufs Engste zusammen. Die Bundeswehr, die Bundespolizei, das Technische Hilfswerk, die Malteser und viele andere, das Rote Kreuz und viele andere mehr. Und es ist die Aufgabe der Bundesregierung, alle diese Organisationen zu unterstützen, aber auch dazu beizutragen, dass sie ihre Arbeit koordinieren können. Die Bundeswehr hat in den letzten Wochen Erhebliches geleistet, indem sie mit vielen helfenden Händen, vielen tausend helfenden Händen versucht, vor Ort zu unterstützen. Das ist ausdrücklich anerkannt und gewürdigt worden. Für die anderen Organisationen gilt das Gleiche. Und wir wollen sicherstellen auf Bundesebene, dass wir die notwendigen gesetzlichen, verwaltungsmäßigen und ganz praktischen Maßnahmen ergreifen, dass diese Organisationen und die Behörden hier vor Ort ihre Arbeit machen können. Das ist unser Ziel. Und ich gehe davon aus, dass wir mit dem Ministerpräsidenten der Länder morgen auch weitere Schritte beschließen werden, die dazu beitragen, die Lage hier schrittweise zu verbessern.